Hey Formel 1 Freaks, die Testtage in Bahrain sind vorbei und natürlich fragt sich jetzt jeder Fan, wie das Ganze zu bewerten ist. Kann man die Testtage heranziehen, um zu bewerten, ob das auch in den richtigen Rennen so von der Reihenfolge sein wird? Oder ist das komplett durcheinander gewürfelt und man kann gar nichts herauslesen? Und die Wahrheit ist, man kann schon etwas herauslesen, aber vor allem in den Long Runs. Und die fanden am letzten Testtag vor allem statt. Und da hat Fernando Alonso etwas dazu gesagt und das ist wirklich heiß. Aber was das war, das erfahrt ihr gleich. Vor kurzem habe ich eine Doku über Fake-Online-Shops gesehen und war verblüfft, wie raffiniert Betrüger mittlerweile im Internet vorgehen. Die Shops sehen täuschend echt aus und geben sogar ein falsches Impressum an. Aber auch auf andere Weise versuchen Kriminelle heutzutage im Internet an deine sensiblen Daten wie deinen Standort oder deine IP-Adresse zu gelangen, zum Beispiel mit Hacking. Hacker haben bei ungeschützten Computern oft leichtes Spiel und wer sich nicht schützt, dessen Daten können gehackt und anschließend sogar im Darknet angeboten werden, sodass unzählige Kriminelle Informationen über dich haben, die sie nicht haben dürften. Damit können sie massiven Schaden anrichten. Um deine sensiblen Daten wie deinen Standort oder deine IP-Adresse zu verschlüsseln und dich vor Hacking-Angriffen zu schützen, gibt es CyberGhost VPN. CyberGhost VPN hat mittlerweile über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Es funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen und hat bereits 8000 Server in 91 Ländern. Du kannst CyberGhost sogar dazu nutzen, deinen Standort virtuell nach Österreich zu verlagern und damit die Königsklasse des Motorsports live und kostenlos auf ORF anzuschauen. Hol dir jetzt CyberGhost VPN über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und sichere dir 83% Rabatt plus 4 Monate kostenlos, inklusive einer 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dadurch seid ihr sicherer im Internet unterwegs und unterstützt gleichzeitig meinen Kanal. Ich danke euch und nun geht es weiter mit dem Video. Ja, bei den Testtagen, da ging es drunter und drüber zum Teil. Es gab viele Probleme bei manchen Teams, aber bei anderen Teams, da lief es auch wieder perfekt. Perfekt lief es zum Beispiel bei Red Bull. Red Bull hatte wirklich überhaupt keine Probleme, von der ersten Minute an. Sie konnten ihre Runden abspulen und konnten alles einstellen, was sie wollten. Sie wurden von nichts zurückgeworfen. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass letztendlich in der Gesamtbewertung aller drei Tage Sergio Perez die schnellste Zeit gefahren hat mit 1:30.305 und damit Red Bull an der Spitze zurück ist. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Red Bull dieses Jahr erneut ganz vorne fahren wird, denn sogar die anderen Teams haben zugestanden, dass sie bei Red Bull nichts erkannt haben, was auf Probleme hinweisen könnte. Bei anderen Teams, da hat man sogar schon durch bloße Sicht erkannt, dass da was nicht ganz stimmen kann. Zum Beispiel bei Mercedes. Man erkannte, dass der Mercedes instabil fährt, dass er unruhig ist und dass zum Teil sogar wieder das alte Porpoising zurückgekommen ist, von dem man ja gedacht hat, dass man es schon ausgemerzt hatte letztes Jahr. Es ist zwar nicht so stark und es kommt auch nur sehr selten, wie Lewis Hamilton gesagt hat, aber es ist manchmal wieder da. Red Bull dagegen hat überhaupt kein Porpoising. Und trotzdem ist Red Bull das tiefstgelegenste Auto von allen. Es ist 10 mm tiefer als alle anderen Autos, so sagt man, und trotzdem haben sie nicht damit zu kämpfen. Da sind alle verwundert und sie können es nicht fassen, wie dieses Auto das schaffen kann. Es bremst später, es beschleunigt früher und es hat absolut keine Probleme. Deswegen wird Red Bull sehr wahrscheinlich die neue Saison erneut dominieren und Max Verstappen könnte sehr wahrscheinlich seinen dritten Titel einfahren. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Denn Red Bull hat ja bekanntlich eine Strafe zu absolvieren. Sie haben durch ihr Überschreiten des Budget Caps 2021 eine Strafe bekommen, nämlich 10% weniger Windkanalzeit als andere Teams, als alle anderen Teams. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dadurch, dass Red Bull Konstrukteursweltmeister letztes Jahr geworden ist, haben sie nochmal weniger Prozent an Windkanalzeit als die anderen Teams. Genauer gesagt 70%. 75% hat der zweite Platz der Konstrukteurs-WM, 80% der dritte und so weiter. Das heißt, Red Bull hat 5% weniger Entwicklungszeit als Ferrari und 10% weniger als Mercedes. Und obendrauf kommt eben dann noch die Strafe. Also es könnte sein, dass im Verlauf der Saison dieser Vorsprung, den sie jetzt haben, wieder etwas zurückgehen wird. Durch diese Strafe und durch das, dass sie halt die Entwicklungszeit besser nutzen müssen und da muss alles sitzen und die anderen haben halt mehr Spielraum und Möglichkeiten.
Da bin ich gespannt, ob die anderen dann noch nachziehen können. Wer es aber sehr schwer haben wird, ist McLaren, denn die liegen momentan im Niemandsland. Die hatten einen der schlimmsten Tests von allen, denn sie haben auch die wenigsten Runden von allen gefahren. Sie konnten gar nicht anders, denn sie sind zum Teil ausgefallen. Das lag an lockeren Deflektoren, das sind die Schalen vorne an den Vorderreifen, die sie einfach nicht in den Griff bekommen haben und deswegen konnten sie oft nicht rausfahren. Aber auch ansonsten wurde klar durch Gespräche und Interviews, dass McLaren dieses Jahr wohl zu kämpfen haben wird. Sie sind wahrscheinlich trotzdem noch irgendwo im Mittelfeld, vielleicht eher aber im hinteren Mittelfeld und können vielleicht im Laufe der Saison noch aufholen. Aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm sein wird wie 2015 zu McLaren-Honda-Zeiten, als sie wirklich komplett hinten waren mit Fernando Alonso. So schlimm sollte es hoffentlich nicht kommen, aber sie hatten schon wirklich sehr schlechte Testtage. Wenn man das mal insgesamt alles betrachtet, stellt sich aber schon heraus, dass wohl wieder die drei üblichen Verdächtigen vorne sein werden, nämlich Red Bull, Ferrari und Mercedes. Das Magazin Auto, Motor und Sport hat es so klassiert, dass man sagt, Red Bull ist das schnellste Team sehr wahrscheinlich, dann kommt Ferrari und dann Mercedes. Aber ein Team, das könnte da noch vorne mit reinfunken. Und das ist tatsächlich Aston Martin. Schon vom ersten Testtag weg wurde klar, dass Aston Martin dieses Jahr ziemlich schnell sein wird. Eines ist auf jeden Fall klar, Aston Martin hat sein Auto komplett umgekrempelt. Sie haben gesagt, das Auto ist zu 95% neu. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass das Auto jetzt aus irgendeinem ingenieurstechnischen Aspekt, den sie da halt irgendwie mit eingebracht haben ins Auto, nach vorne gespült wurde. Das kann durchaus sein, denn manchmal kann ein kleiner technischer Kniff dazu führen, dass man wieder ganz vorne landet. Wir erinnern uns 2009 am Brown GP mit dem Doppeldiffusor. Von dem her kann das schon möglich sein. Fernando Alonso war aber wegen einer Sache ein bisschen enttäuscht. Nämlich, dass Felipe Drugovic im anderen Aston Martin saß und nicht Lance Stroll. Denn er sagt, Lance Stroll kennt den Aston Martin schon und hätte sagen können, ob bestimmte Dinge, die er fühlt, ein typisches Aston Martin Problem sind oder ob das was Neues ist. Und deswegen hätte er sich gern Lance Stroll im zweiten Aston Martin gewünscht, zumal er selbst auch mal gesagt hat, dass er findet, dass Lance Stroll super talentiert ist und er für ihn Weltmeisterkaliber ist. Er hat gesagt, dass er in regnerischen und nassen Bedingungen oft mega Leistungen erbringt und er unterschätzt wird. Also Fernando Alonso, der hält viel von Lance Stroll, das wird also eine super Paarung. Ich bin gespannt, was daraus wird. Insgesamt muss man sagen, dass die Zeiten am Ende nicht das widerspiegeln, was Aston Martin geleistet hat bei den Tests. Am Ende wurde Fernando Alonso 9., aber das hat gar nicht so viel Aussagekraft, denn zum Beispiel Max Verstappen wurde am Ende nur 11. Und dass er einer der schnellsten ist oder der schnellste mit dem Red Bull, das ist auch klar. Das heißt, Max Verstappen war sogar 2 Zehntel hinter Fernando Alonso. Von dem her ist das alles gar nicht so aussagekräftig. Und es ist auch so gewesen, dass am allerersten Testtag, am Donnerstag, kein einziger seine schnellste Zeit von den gesamten 3 Tagen gefahren ist. Also es kommt auch immer auf die Wetterbedingungen drauf an und wie die Strecke eben beschaffen ist. Was man aber zu Rate ziehen kann bei so einem Test, das sind die Long Runs. Und da hat Aston Martin einen gemacht, und zwar eine komplette Rennsimulation. Es war, als würden sie das Bahrain-Rennen fahren, das jetzt dann am kommenden Wochenende stattfinden wird. Das heißt, sie haben genauso viele Runden gefahren, nämlich 57, und genauso viel getankt, und sie haben auch Boxenstops gemacht. Das war also eine komplette, echte, realistische Rennsimulation. Und genau die gleiche hat auch Ferrari gemacht. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Aston Martin, nämlich am letzten Testtag. Und herausgekommen ist unterm Strich, dass Aston Martin sogar schneller ist als Ferrari. Und wenn laut dem Magazin Auto, Motor und Sport Ferrari auf Platz 2 ist momentan, dann wäre Aston Martin ja die zweite Kraft hinter Red Bull. Und das wäre wirklich fantastisch. Auf jeden Fall hat Fernando Alonso Folgendes dazu gesagt. Am letzten Testtag haben wir eine Rennsimulation gemacht. Wir sind 57 Runden gefahren. Dieselbe Rundenanzahl, die wir auch am Rennwochenende in Bahrain fahren werden. Wir haben so viel getankt, wie wir für diese 57 Runden brauchen und sind das ganze Rennen mit dem kompletten Setup gefahren, sogar mit Reifenwechsel. Ferrari fuhr zur selben Zeit dasselbe Programm wie wir, mit derselben Treibstoffmenge für das Rennen, denselben Boxenstops. Und wir waren etwas schneller als Ferrari.
Ja, da hat man es von Fernando Alonso gehört. Und ich bin wirklich mega gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Wenn Fernando Alonso da vorne wirklich kämpfen kann um die Weltmeisterschaft mit einem Max Verstappen und einem Charles Leclerc, dann wäre das eine der besten Saisons wahrscheinlich aller Zeiten. Also lasst uns gespannt sein, wir freuen uns drauf und ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Danke nochmal an den Sponsor CyberGhost VPN, der diesen Kanal sehr unterstützt. Wenn ihr einen hervorragenden VPN sucht, dann nutzt gern meinen Link und ihr seid für nur 2,03 Euro pro Monat sicher im Internet unterwegs. 45 Tage Money Back, also absolut kein Risiko.